Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Leute, wie mir schon gesagt, in dem heutigen Video geht es um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Ich war jetzt vor kurzem im Urlaub. Ich war auf Mallorca. Ihr wisst ja, Malle ist nur einmal im Jahr. Nein, Spaß, wir waren relativ außerhalb und hatten so einen kleinen Familienurlaub. Mein bester Freund mit seiner Family war dabei. Auf jeden Fall eine ganz entspannte Zeit und deswegen kommt jetzt heute mein neues Video und ich habe mir das Ganze überlegt, was macht man jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, so zwischen Sommer und Herbst. Und da habe ich mir gedacht, komm, wir gucken uns mal die Übergangsjacken an, beziehungsweise Herbstjacken, die man in der nächsten Zeit auf jeden Fall gut tragen kann. Und dementsprechend habe ich welche rausgesucht und wir schauen uns die mal an. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dementsprechend los geht's mit Jacke Nummer 1. So, Leute, wieder mal habe ich 10 Stück rausgesucht und Jacke Nummer 1 ist einfach ein Übergangsmantel, kein allzu dicker Mantel, und der immer geht, sowas, was man eigentlich sich einmal kauft, wenn er von einer ganz vernünftigen Qualität ist. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Qualität hier ist, aber auf jeden Fall sieht er vom Schnitt auf jeden Fall sehr nice aus. Der gibt es bei Zara, kostet 79 Euro und hat eine, finde ich persönlich, eine solide Passform. Kann man sowohl so ein bisschen streetig stylen, als auch ein bisschen classy. Da hat man ein bisschen die Qual der Wahl. Und dementsprechend fand ich das eigentlich eine sehr gute Übergangsjacke und ein sehr gutes Einsteigermodell. Wobei, ne, wobei man das natürlich so ein bisschen mehr Richtung Winter tragen würde. Aber ja, den gibt es sogar in 3 Farben, in Schwarz, in dem Beige-Ton, so, aber schon so ein bisschen fast schon zu gelb, und in dem Grauton. Mir persönlich gefällt der graue und der schwarze schon ziemlich gut. Ich habe allerdings einen Mantel, trotzdem finde ich, passt sowas gut in diese Kategorie mit rein. Und hier haben wir Jacke Nummer 1. So, Leute, Jacke Nummer 2, und das wird diesen Winter auf jeden Fall auch wieder, ich sag mal, ein Piece sein, beziehungsweise Übergang Herbst. Was ich sehr, sehr viel tragen werde, sind halt Daunenjacken, ne? Und die gibt es jetzt gerade. So, die ersten Daunenjacken kommen rein und dementsprechend die erste Daunenjacke, die ich gesehen habe, die finde ich persönlich einen coolen Schnitt hatte, weil bei H&M und vor allen Dingen preislich sehr nice. Was ich gut finde, ist, dass sie nicht zu lang geschnitten ist und auch nicht zu kurz. Na, ich weiß ja, dass viele auch diesen Crop-Stil mögen. Dafür habe ich später auch noch eine Jacke rausgesucht. Aber generell finde ich, hat sie schon einen gut soliden Schnitt. Kein dickes Branding drauf, kein gar nichts, guter, solider Schnitt. Kann man auf jeden Fall machen und die sieht auch nicht allzu dick aus. Dementsprechend, das hier ist Piece Nummer 2. Bleiben wir bei H&M, und was darf auf jeden Fall auch nicht fehlen, und das ist jetzt keine richtige Jacke, sondern das ist mehr so eine Hemdjacke, ist auf jeden Fall so ein Flannel. Und ich finde den Colorway sehr nice und den gibt es gerade für knapp 30 Euro bei H&M. Da muss man natürlich wirklich bedenken, dass es mehr für diese wärmeren Herbst- bzw. kühleren Sommertage sind, aber das ist jetzt so keine richtige Jacke. Aber ich denke, mein Flannel ist hier im Begriff und jeder hat so ein oder andere Flannel im Kleiderschrank. Und gerade weil das so ein schöner, cleaner, heller Colorway ist, dachte ich, komm, den nehme ich mit rein, und den hier gibt es gerade bei H&M. Natürlich habe ich noch eine weitere Hemdjacke gefunden und die gibt es gerade bei Uniqlo, und die fand ich auch sehr, sehr nice. Ich fand gerade explizit diesen Colorway mit diesem großen Checkmuster in diesem schwarz-grau gehalten sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Der Schnitt sieht so ein bisschen länger aus, auch das Material sieht so ein bisschen dicker aus. Man sieht jetzt nicht genau die Variante, die ich rausgesucht habe. Und das ist dieses ganz helle. Ach, wieso geht das jetzt nicht hoch? Also der Colorway, der ist verlinkt auf jeden Fall unten, und den gibt es natürlich auch noch mit allen, in allen gängigen Größen. Ich denke mal, bei so einem Piece müsst ihr auch relativ schnell sein, weil solche Pieces, die schon sehr zeitlos sind, und ja, sowas wird auf jeden Fall im Herbst gut gesucht, und die findet ihr gerade bei Uniqlo, allerdings für knapp 60 Euro. So, und dann kommen wir zu Strickjacken, und ich kann euch sagen, diese Strickjacke habe ich selber in die Hände bekommen, wie ihr wahrscheinlich auch auf Instagram gesehen habt, und ich kann euch sagen, Qualität, Fitting und gerade dieses College-Motto-Ding ist sowieso mein Fall, gefällt mir sehr gut, weil man das Ganze so ein bisschen sportlich, casual stylen kann, aber auch ein bisschen streetig oder auch ein bisschen classy. Man hat so schon ein bisschen die Qual der Wahl, und die hier ist von Gant, ist eine sensationelle Jacke, gefällt mir sehr cool, und ich kann euch sagen, also Strickjacke. Finde ich sehr nice, und wer sowas sucht, die gibt es gerade bei Gant. Wie ihr seht, aber auch nicht mehr in den diversen Größen. Ich habe die zum Beispiel in Größe M, und ich muss sagen, wirklich 1A Piece. Checkt das gerne ab. So, und bleiben wir beim College-Thema. Da haben wir das nächste Piece, und da gibt es wieder eine der legendären College-Jacken.
Und ich kann euch sagen, diese Jacken sind auf jeden Fall ihr Geld wert und ich hole mir die jedes Jahr, beziehungsweise jedes Jahr kriege ich sie in die Hände. Und dieses Jahr bis dato noch nicht. Wer weiß, vielleicht klappt das Ganze noch. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann euch sagen, die Jacken sind auf jeden Fall ihr Geld wert, weil die von der Qualität, von der Verarbeitung, von den Details etc. sehr, sehr cool sind. Gerade Passformen etc., wenn ihr sowas sucht. Und ich finde gerade dieser Mix aus beiden Colors, beiden Farbwelten auf jeden Fall sehr genial. Wer sowas sucht, eine sehr, sehr hochwertige und langlebige Collegejacke, die es gerade auch bei Gant gibt. So, dann haben wir das Thema natürlich Workwear. Ist natürlich nicht vom Tisch. Gerade die ganzen Marken ziehen alle nach. Es wird jetzt verschiedene Releases kommen bei verschiedenen Marken. Ich habe auch gesehen, eine andere große Streetwear-Brand bringt auch sowas raus. Aber ich habe die jetzt hier gesehen bei Zara und ich fand sie wirklich, weil es ist halt eine harte Kopie von einer Kartjacke, aber zu einem faireren Preis. Auf jeden Fall gut, wer sowas möchte und sowas sucht und keinen Bock hat, da so 100, 150 Euro für auszugeben, der kann sowas auf jeden Fall sich mal anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich habe, wie gesagt, das Original von Carhartt mir auch selber so ein bisschen customized. Ihr habt das Video wahrscheinlich gesehen. Und sieht auf jeden Fall solide aus, gerade Colorway. Die gibt es gerade bei Zara. So, und dann haben wir noch ein bisschen was mehr in die schickere Richtung. Dafür habe ich auch was rausgesucht. Und zwar so eine Lederjacke, Jeansjackenmäßig. Also diese typische Schnitt einer Jeansjacke, allerdings in Lederfarben. Beziehungsweise Leder in Braun. Finde ich sehr nice. Kann man gerade auch dieser Braunton. Ich stehe ja sowieso extrem auf diese Erdtöne. Finde ich, sind sehr, sehr zeitlose Farben, sehr gut kombinierbare Farben. So dieses ganze Neon etc. ist nicht so meins, sondern mehr so zeitlosere Geschichten. Und die hier gibt es gerade bei Mango. Ist natürlich auch nicht günstig, 180 Euro muss man sagen. Allerdings hat man da auch eine wirkliche Leder, also eine echte Lederjacke, die natürlich auch irgendwo ihr Geld wert ist, weil es einfach Leder ist. Und Colorway Fitting kann ich sagen, von Mango bin ich ein riesen Fan von, obwohl ich alles Stilrichtung gerne trage. Wer sowas möchte und sowas sucht, kann sowas gerne abchecken. Hier habt ihr sogar so einen Größenkonfigurator, könnt ihr euer Gewicht, eure Größe etc. eingeben, wie das Ganze fitten soll, ob das ein bisschen mehr locker, lässig oder etc. Das gibt es ja auf jeden Fall auf der Seite und dann werden euch dann auf jeden Fall die Größen vorgeschlagen. So, die vorletzte Jacke geht so mehr in die streetige Richtung und die habe ich bei Urban Outfitters gefunden. Und ich finde, sie hat einen sehr, sehr eigenen, coolen Style. Ich mag die Patches auch eben drauf, dieses Peace-Logo, Free Love etc. Finde ich sehr, sehr nice und der Schnitt ist auch ein bisschen mehr gecroppt gehalten, wie ihr hier seht. Was man sich natürlich anschauen muss, ist natürlich diese Variante, die hier mit diesem Beige nochmal mit dabei. Ich weiß nicht, wie das in echt wirkt. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus und auch sehr cool eigentlich persönlich. Allerdings muss man die Farbe auch tragen können. Wer sowas sucht, und das ist wirklich dieser klassische College-Jacken-Stil aus den 50er, 60er Jahren, mit so einem richtigen Umschlagkragen, nicht mit diesem, ich sag mal, Steh-Wollkragen etc., den es da gibt, finde ich sehr, sehr nice. Die gibt es gerade für 169 Euro bei Urban Outfitters. Die sieht auf jeden Fall nice aus. Wenn es die in einer anderen Farbe geben würde, vielleicht in so einem Blau oder in so einem Grün oder sowas, würde ich sie mir wahrscheinlich auch angucken. Aber in einem Orange ist es mir persönlich schon so ein bisschen zu auffällig. Aber wer möchte, kann das gerne abchecken. Auch hier den Link, wie immer, unten in der Infobox. So, und dann zu guter Letzt habe ich noch eine weitere College-Jacke, auch ein bisschen mehr in den Streeting-Look rausgesucht. Und zwar, die gibt es gerade bei Boho Man. Und hier muss ich sagen, ist natürlich Preis-Leistung wahrscheinlich sehr, sehr fair. Für 50 Euro so eine Jacke ist natürlich krass. Colorway ist on fleek, weil dieses blau-beige zusammen mit diesen schwarz-gelben Akzenten wirkt auf jeden Fall sehr passend. Cool geschnitten, nicht zu überladen, wirkt nice. Natürlich, wie das Ganze gestylt wird, muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich wäre das jetzt nichts, aber sieht auf jeden Fall schon cool aus. Und ist cool in Szene gesetzt und für 50 Euro kann man auch da vielleicht das Ganze sich mal anschauen. Und auch den Link findet ihr unten in der Infobox. So Leute, und das war's wieder mit meinem Favorite Piece der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, ich werde jetzt demnächst auch wieder mehr mit Videos versuchen, für euch was rauszuhauen, ein paar so coole Themen rauszusuchen. Wie ihr seht, ich habe jetzt zum Beispiel auch PSO Raws mir so ein bisschen noch was geholt. Wir können da gerne auch mal drüber reden. Lasst mich gerne in den Kommentaren unten wissen, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich da mal meine Meinung zu lasse. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Peace.